So, und damit willkommen zum Weihnachtsevent von Fake Grand Order. Ich sehe gerade, die Musik ist ein bisschen zu laut. Die Play soll ich die noch machen? Okay, jetzt ist er aus, das ist auch schlecht. Ohne Scheiße, wir brauchen längeren Lautstärkeregler. Die einen möglichst nur leise im Hintergrund laufen lassen. Kein Plan für Lizenz drauf ist oder sowas. Okay, jetzt haben wir überhaupt nichts. Geil. Ach, Mann. Das sollte aber gehen. Nochmal einen Balken von Lautstärkeregler hier weggenommen und dann fangen wir direkt mal an. Ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich den ganzen Spaß hier täglich aufnehme und dann auch in dementsprechend, zieht sich glaube ich über 7 Tage, die Questverteilung. Und da werde ich die dementsprechend auch an 7 Tagen aufnehmen und möglichst glaube ich auch 7 Tage hochladen. Oder ich mache wieder 2 Wochen draus wie sonst auch. Naja, erstmal das Team einstellen. Ist jetzt ein bisschen doof, ich habe keinen einzigen ordentlichen Servant dafür. Deshalb der erste wird wieder persönliche Beförderung quasi. Und der Rest wird Event. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied, welchen von denen ich da nehme. Und ich glaube, ich denke, ich sollte ich. Crafting-Assistenten fürs Event habe ich natürlich überhaupt keine. Noch nicht. Wird sich später noch ändern. Okay. So, dass man den, dass ich dann mit sich dazu kriege, ist ganz praktisch. Mal, sie gibt ja selbst schon 4 von diesen Stockings dazu. Der Rest bloß ein, na klar. Was soll man machen? Ja, an diesen habe ich eigentlich nicht gedacht gerade. Egal. So. Und jetzt ist das Lied schon wieder fast ein bisschen zu laut für meine Verhältnisse. So. Naja. Finde ich persönlich hier ganz passend. Musik. Ja, fast. Richtige Weihnachtsmusik wäre natürlich noch einen Tag passender, aber... Versuch du mal unter unlizenzierte Weihnachtsmusik zu finden, das wird nicht leicht. Stattdessen einfach mal ein Fancover. Also, was heißt die Fancover? Ja. Singende YouTuber ist im deutschen Bereich ja immer so eine Sache. Im asiatischen Bereich, also in dem Fall koreanischen Bereich, wenn ich die Schrift richtig deute. Oder eben auch im japanischen Bereich ist das tatsächlich ein bisschen besser. Interessant, wa? Könnt ihr eigentlich mal, wenn ich dran denke, werde ich da unten wahrscheinlich mal den Dings reinpacken, den Link dazu. Ich mal verlinken. Kann jedenfalls mal empfehlen, den Account oder den Kanal. Macht richtig gute Musik. Cover. Und so. Ja, why not? Muss ich tatsächlich bei Gelegenheit mal wirklich komplett bei ihr farmen. Das Farmen bei ihr ist allerdings auch tacken einfacher als bei den anderen, glaube ich. Da muss ich danach müssen ja echt mal gucken. Weil natürlich, bei ihr muss man ja wieder Buckets farmen und sowas. Allerdings hat das auch den Vorteil, ihr Event gibt es nächstes Jahr nochmal. Also nächstes Jahr Weihnachten. Also bei den zeitlich gesetzten Events hier Halloween, Sommer-Event, was nächstes Jahr auch ist, Weihnachten. Die Events hat man tatsächlich immer zweimal. Einmal normal, den ersten Mal und dann nochmal ein Rerun. Also selbst wenn jetzt einigen von euch beim Halloween-Event nicht alles gekriegt haben, das ist tatsächlich kein Problem.
Hat was. Hätte schlimmer sein können. Was haben wir hier? 150 für die Karten-Items, also Crafting-Assistenz-Items. 100 jeweils für die Buckets. Ja, das ist tatsächlich relativ, ja, so relativ zügig gemacht. Beim einen Item habe ich beispielsweise auf dem Privataccount schon 35 und das ist halt, das wird was heißen. Kacke. Sammeln werde ich hier allerdings wahrscheinlich überhaupt nichts bei. Also. Ja doch, außer vielleicht mit Tickets, aber nicht privat ist auch falsch. Aber nicht in Gacha. Beim Weihnachtsbanner. The fuck ist das laut? Im Vergleich zur Musik gerade. Oh gut, passt schon so. Müsste auch aktuell wieder mehr oder gut, früher oder später einige richtig gute Farming-Quests geben. Ja, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ist jetzt schon der erste? Ja, heute ist schon der erste. Ja, wenn man seinen Tag-Nacht-Rhythmus wieder reinkriegt, weiß man sowas nicht so genau. Ist tatsächlich gar nicht mal so schön. So, und ich habe natürlich keine Mana Prisons. Siehste! Noch ein Punkt, was ich recht geil finde, ist glaube ich nämlich das erste Event, wo man sich Mana Prisons ranfahren kann. Man kriegt aus dem Spinning Dings hier, wo man die Socken drauf bei verwendet. Ich habe bloß 20 pro, also maximal 20 pro Ladung. Aber das ist halt schon was. Man kann davon, dass man die Knochen und die weiteren Zähne da aufhaben kann, wie ein Blöder. Davon dann immer bloß 5 pro One, aber... Das ist ja nicht so das Problem. Warte mal, warte. Sind das bloß die Gems oder auch die Pieces irgendwo? Oh nö. Na ja, darf ich mir den selbst ranfarmen? Hat eine Kacke. Das ist ja immer gesagt, wenn man alles farmen will. Ich sag mal so, für ein Item aus der Lotterie braucht man 2 Socken. Oder 2 Items halt. Und insgesamt sind pro Ladung 500 Sachen drin. Mal rechnen. 5000 Socken und du bist gut bei. Da farmen sie aber schon mal ein bisschen. So, dann haben wir hier die zweite Story Quest, glaube ich. Ja, First Night. Moment. Ja, okay. Hier gab es bloß die. Nochmal. Guck da. Hier. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Und die Quest gibt es halt quasi jeden Tag einmal. Das heißt, ich darf die nächsten paar Tage jeden Tag aufnehmen, juhey. Gut, wenn ich mal einen Tag nicht aufnehme, macht das auch nichts, dann nehme ich halt den nächsten auf, so ist das Problem ja auch nicht. Wir haben hier First Night, Second Night, Third Night, Fourth Night, Fifth Night. Bis zur 7. Nacht und das war's dann. Und natürlich wie immer sind die Story Quests auch relativ easy. Und für den Socken kann man bei der Story Quest auch gut was bei. What? Special Wood? What? Ach, klar.
Am siebten Tag bei der letzten Quest kriegt man natürlich, kriegt man einmal so ein Ticket für Sandalter. Zusätzlich zu den 4 aus der Lotterie hat man dann natürlich 5. Gut, wer rechnen kann, selbst drauf gekommen. Sag ich mal. Aber die Free Quests, kann gut sein, dass man die jetzt schon machen kann. Alle. Muss ich kurz gucken. Wobei, sehe ich wahrscheinlich auch nicht mal so, werde ich da wahrscheinlich auch nicht mal sehen. In jedem Fall sind die Quests nicht zwangsläufig einfach, aber man kriegt da ganz gut Sachen mit bei. Ja, der Drop von den Quest, von den Quest, also der garantierte Drop für einmal für die erste erste Beendung, sind dann immer die Sorgen. 20 glaube ich jedes Mal. Wobei beim einen gab es hier gerade 30. Die Anzahl könnte sich auch geändert haben wieder. Aktuell ist es immer relativ früh. Kurz vor 12. Ich bin seit 8 Uhr wach. Stell sie einer vor. So, die Free Quests. 20 steht drauf. Aber die Free Quests sind auch gut eingegliedert, sodass man sich schön viele von den Dings farmen kann. Die letzte Free Quest gibt dann mehr quasi 6 Drops von allen. Das ist unser Angebot zweimal. Das waren die 3 Materialien, die man fürs Event braucht. Die Fallout, also die Stream Quest, gibt halt nur die Sterne in erster Linie. Und 2 von den Glocken. Die sagen wir 20 AP Quest gibt da hauptsächlich Glocken und die erste Free Quest gibt halt die Worms in erster Linie, davon auch nicht wenig. Wenn man passende Items hat, kriegt man die relativ häufig. Da wie viele Leute auch schon wieder einen Jack haben oder einen Jack haben, ist Handy, das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich habe da so viel gerade auf Freunde, das ist ja jetzt schon. Aber bin ich mal gespannt, vielleicht ziehe ich auch noch eine. Apropos, ja gut, das Video hier kommt am 8. Ich glaube, es kommt am 8. raus oder am 10. etwa. Und wenn ich es nicht tatsächlich die Tage direkt hochlade, das könnte nämlich auch sein. Also wenn ich die Tage hochlade, weiß ich nicht, ob ich, weiß ich nicht, wenn ich das nächste Mal ein Showcase hochlade. Aktuell habe ich keins vorbereitet. Wenn es am 8. oder 10. kommt, werdet ihr ja schon sehen, ob ich noch in der Zwischenzeit eins hochgeladen habe. Ist mir etwas mehr als eine Woche, was dazwischen liegt. Eine Empfehlung meinerseits, wer Anime-Movies mag und sowas, gebt euch mal den Film Your Name. Hab ich mir vorhin auch gegeben, boah, das ist so deep. Ich mag so eine Filme ja, auch wenn ich es im Nachhinein irgendwie immer bereue, die gesehen zu haben. Ja gut, wenn man morgens nichts anderes zu tun hat, ne? Alles in Text, Alter. Route hin oder her. Wir brauchen eine Route, wenn er einen Sack voll, ja, nennen wir es mal Ziegelstein und ein Schwert dabei hat, zu erreichen. Tut bestimmt gut.
Oh Mann, Mann, Mann. Ja, bei mir für meinen Teil sieht Weihnachten schlecht aus. Kein Geld. Ganz im Gegenteil, ich muss sogar noch einen Tacken mehr zahlen. Das kennt man ja. Die Leute wollen halt immer Geld irgendwo haben. Da bin ich auch keine Ausnahme. Nur mit dem Unterschied, ich krieg halt keins. Das ist auch immer ein heikles Thema. Und wie ist das Ende? Moment, nee, das kann ich nicht nehmen. Das sollte ich nicht nehmen. Moment. Nochmal zurück. Was schickt es bei? In der Anfrage. Nebenbei mal gucken, wie das mit Musik ist. Ja, das müsste gehen. Ich hoffe mal, die Musik ist nicht zu laut, dann. Das letzte Video, was ich aufgenommen hatte, ist Part 77. Der kann zwar über angezeigt werden, aber es kann sein, dass da Werbung eingeblendet wird, für die ich übrigens auch keine Kohle kriege. Das ist immer das Problem, wenn man nicht aufpasst, was man für Soundtracks reinhaut. Ja, so ist das halt. Mein Teil darf jetzt erstmal demnächst wieder farmen, damit ich Archer Pieces und Set Pieces kriege. Sonst komme ich bei Gilgamesh und es kann halt nicht weiter. Das ist ein bisschen doof sein dürfte sonst. The fuck? Was zum Pick war das gerade? Also ein Indianer kommt erst in einem der nächsten Story-Updates. Alter. Müsste so eine Toho-Musik sein, die ich gerade im Hintergrund anhab. Piano-Variant. Ja, sollte ein bisschen vorsichtig sein, was ich zum nächsten Frühstück reinpfeife. Wie viel von den Socken man allein schon kriegt? Ey, die Kopfdinger sind für die Socken, wenn man da nicht auf... Stimmt, die war ja auf Prozente, ne? Würde auch sonst hart wenig Sinn machen, wenn die keine Prozente gibt. Nee, wird halt echt wenig Sinn machen. Aber gucken wir doch mal. Prozent, ja. Bei der Anzahl auch kein Wunder. Letzte Story Quest werden, soweit ich hier sehe, 101 Stück gedroppt. Was gut schon eine ganze Menge ist, muss ich sagen. Das glaube ich auch bloß einmal. Tja.
die Namen von den Gegnern sind auch immer so witzig irgendwie. So stellenweise. Wenn ich die hier so gerade sehe. Aber da wir schon mal wieder über die 15 Minuten rüber sind, werde ich die Free Quest jetzt nicht hinten noch ranhängen. Das wäre ein bisschen dämlich, denke ich. Zumal ich sonst auf wahrscheinlich eine halbe Stunde komme. Und wir wollen ja keine zwei Parts draus machen, ne? Noch 3 Sterne, Alter, fuck man. Das sieht schon nicht aus. Spannend, was in Japan zum Weihnachtsevent für einen Server gibt jetzt. Ich meine mal, das weiß ich mittlerweile. Wurde quasi ja schon fast gelegt. Das war es eigentlich auch schon. Beim Rest bin ich unschlüssig. Beziehungsweise vom Rest weiß ich noch nichts. Auch schön erstmal den Leuten die Geschenke kriegen auf die Fresse hauen. Das macht natürlich Sinn. Oh Mann. So, dann ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Die paar Sekunden machen jetzt auch keinen großen Unterschied. Merry Christmas. Werde ich mal ein paar Runden spinnen. Spinnen. Ja. Grand Points und so weiter kriegt man da und halt auch die Prisons. Und sobald das ja quasi Dings droppt, hier Moment, sobald das Teil hier droppt, kann man, ich glaube hier oben oder sowas, den Roulette-Dings neu auffüllen. Tja, sobald. Das könnte manchmal ein bisschen dauern. Wer generell nichts mehr zum Upgraden hat, kann die die Blaze oder Flame of Wisdom auch verbrennen und dadurch quasi ein bisschen was rausziehen an ja, also hier für die Dings, hier für die, ja, da. Wo wir gerade dabei sind, machen wir auch mal den Spaß und sammeln kurz mal für das Ticket. Jo, Hashtag Wasted, wa? Na gut, das war es da auch mal soweit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Quasi morgen oder übermorgen. Also dann, hauen Sie rein.